Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Let's Play Part von Assassin's Creed Black Flag. Einem sehr alten, also älteren Spiel. Für mich eher gesagt noch an den Anfängen. Nein, Anfängen nicht, aber ich glaube, wann war das Spiel überhaupt hier? Hattest du hier auf dem Datum drauf? Ich weiß gar nicht. Wäre schön. Steht kein Datum drauf, aber ich denke mal, hier, guck mal, ich glaube, es ist wieder verkehrt für euch. Ja, genau. Ich soll eigentlich mal die Kamera drehen. Sieht ein bisschen besser aus für euch. Da draußen. Ja, wir müssen Robert Bartholomeus aufspielen. Und ich glaube, wir haben hier ein paar Freunde, die uns zugesonnen sind. Ja, da hat sich kurz ein Herz berührt und fällt gleich in den Tod. Da können wir kurz einen Sarg besorgen. Der Sarg wird mir vielleicht gut tun. Wir müssen als Neben- oder als Nebenquest Leute mit Fässern töten. Also töten, ja, genau. Und das haben wir bis jetzt geschafft mit zwei Personen. Durchgekommen und hat uns nicht bemerkt, was für ein Lulu ja war auch. Der Herr Freund. Da kommen die Herren wieder mit ihren großen Pratzen, Beulen. Die gehen wieder. Hätten wir eigentlich mitnehmen können, die Freunde, aber so, na, die werden jetzt wahrscheinlich nicht merken. Wenn die dann gekommen sind. Ich wollte die verdammte Hacke hier aber. Ah, ich wollte doch das schöne. Okay, gut, lass mal hier gut sein. Ich wollte die Herren anders umtöten. Von 8. Wieso kommen die denn die Freunde hier an? Ich hab doch A geklickt, wieso nicht? Aha. Mann, die müssen doch alles mal wieder A geklickt, aber irgendwie nicht zu vorschnell. Ich glaube, der Roberts wird hier Probleme haben, denn sein Lager oder seine Bastion wird irgendeinmal dann auch leer sein. Keine Leute mehr da. Die auch, wenn die alles weggeräumen. Oder Leerräume. Da hinten, achso, genau. Hier ist noch jemand. Ich kann kurz auseinandernehmen. Wie viel müssen wir hier noch? 5. Genau, 5. Nicht 3, nicht 4, nicht 5. So rum. Da beginnt's. Keine. Fässchen? Den nächsten ins Gras gebissen hat der kleine Kerl. Den holen wir uns jetzt auch gleich. La, 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 la. Komm schon, wir müssen ja beuten. Wenn es hier irgendwo Feuerfässer gibt, dann wäre ich sehr froh. Ja, ist sehr gut. Hier rauf zu gehen, da wird uns keiner erkennen. Ah.
Wieso gibt es hier keine Feuerfächer? Irgendwie sehr doof. Angenehme Sache. Och, der kleine. Guck mal, der linke Schoß. Oh, wie süß. Zuckersüß. Aber ja. Wir gehen hier fort. Ist auch keine Pulverfässer. Ach, wie scheiße. Aber dafür gibt es hier gleich einen Mord. Live dabei. Heute um 3. Ach nee, Viertel nach 3. Nicht 3, Viertel nach. Also, ist einfach so gesagt, irgendwie stimmt's ja auch. Freunde, gute Unterhaltung. Wir begeben uns doch gleich zur nächsten Position. Ich glaube, wir müssen hier da durchklettern. Wie jetzt? Fangen? Da wird der Scheiße. Freunde? Ich will hier hoch. Hä? Na tolle Kacke aber auch. Das Ruder der Jackdaw übernimmt. War auch wirklich ein bisschen doof hier. Ah, Freunde, komm schon. Nein, nicht tröten, nein, ach. Guten Tag dir, Edward. Guten Tag auch. Danke sehr. Die Royal Fortune entern. Der Weg ist zersperrt, Captain. Such nach einem anderen Weg. Entern, und wie das jetzt? Vielleicht. Warte, hey, Freund, wir müssen hier. Scheiß Sandbank auf. Meter. Ah, ach, da vorne. Jetzt im Winter. Hauptsegel aufsteigen. Hauptsegel einholen, Jungs. Feuer. Zum Glück haben wir unser Schiff noch aufgeräumt. Hauptsegel setzen. Haben wir den Schiff überhaupt nicht angenommen? Feuer. Doch, haben wir ja. Ach du Scheiße, ist aber unser eigenes Schiff. Oh. Nein. Vorsicht! Das hat Schaden angerichtet! Feuer! 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 Wir kriegen uns immer selbst auf die Niete, ne? Wenn die uns irgendwie selbst umlocken, dann ist es ganz doof. Hebt den Befehl, Sir! Feuer! Nein, ich möchte mal so rum. Bereit zu feiern, Sir! Feuer! Gute Chance! Nein. Er hat etwas bei sich, das ich brauche. Ich werde selbst an Bord gehen. An die Kanone! Noch mehr Futter für euch gemacht haben! Was jetzt? Kanone bereit! Flieh! Freunde? Gegner Feuer! In den Wind. Ein Schweuer hat ihn zerlegt! Feuer! Oder nur die Dame übernehmen. Was ist jetzt wieder? Wir haben doch das Schiffchen. Haben wir alles wieder? Ich habe nicht geschaut auf unser Schiff. Scheiße.
Die haben wir nicht wieder übernehmen können. Am Horizont tauchen Saarlinge auf. Und der britische Flagge. Da sind spanische Schiffe. Da sind Entschlampfer, wenn wir uns nicht beeilen. Ahnung. Bereit zu schießen, Sir. Feuer! Freunde? Sind bereit, Sir! Ach, die Dinger übernimmt's nicht. Okay. Was? Hier oder sie? Bereit zu feuern, Sir! Vorsänge, los geht's! Ach, scheiße, die ist noch ein Schiff. Verdammt, der Hack habe ich voll nicht gesehen. Besser als in der Schenke zu arbeiten, oder? Die sind nicht erlaubt, Sir! Feuer! Gegner, Feuer! Feuer! Ja, Captain! Hab ich gemerkt, dass es ihn feuert. Scheiß hier, Acke an hier. Wir werden noch. Die sind uns überlegen. Feuer! Feuer! Ah, hier kommt das nächste Schiff an. Verdammte Scheiße, aber auch. Feuer! Gib den Befehl, Sir! Feuer! Alle aus der großen Berg! So, noch was? Jetzt meine gute Chance. Dann. Er hat etwas bei sich, das ich brauche. Ich werde selbst noch gehen. An die Kanone! Noch mehr Futter für euch im Anfang! Aha! Gut. Gut. Jetzt können wir unser Schiff wieder aufmopsen hier, weil die hier auch schon ist. Boah! Freddy! Die haben sich selbst. Wenn jetzt wie abgemorkst. Jupiter Edward Kenway. Es schmeichelt mir ungemein, wie viel Aufmerksamkeit du mir schenkst. Möge der Bessere von uns den Zweitbesten besingen! Ach, schon geschafft! Und kurzes Leben, wie versprochen. Wie gut ich mich doch kenne. Was ist mit dir, Edward? Fandest du den Frieden, den du wolltest? So hoch sind meine Ziele nicht. Frieden ist nur eine kurze Verwirrung zwischen zwei Kriegen. Dann bist du ein Stoiker. Vielleicht habe ich mich in dir geirrt. Sie hätte bestimmt noch Verwendung für dich gefunden. Sie? Von wem sprichst du? Sie, die stets wartet. Verschüttet. Ich hatte gehofft, sie zu finden, sie wiederzusehen. Die Tür des Tempels zu öffnen, zu hören, wie sie meinen Namen spricht. Aida. Du spinnst, Mann. Ich wurde zu früh geboren. Wie so viele andere vor mir. Wo ist der Apparat, Roberts? Zerstöre diesen Körper, Edward. Die Templer, wenn sie mich kriegen. Mal geschafft. Mit Wurfpfeilen. Nö, haben wir mit der Presse, aber okay. Und wieder sparen und speichern. Ach, wie ich das hasse. Aber es war gerade ein bisschen blöd, ne? Was werden wir machen? Ja, was will man eben machen, Freunde? Freunde. Wir haben ja nichts mehr. Ich frage mich, wie diese Geschichte noch weitergehen kann. Wie die Dame und die Herren sich noch verstricken in einer ungemeinen und ungehemmten Welt. Das könnte doch sehr spannend sein. Also ich würde mich da sehr interessieren dafür. Aber wie man das auch ist und wie man das auch drehen und wenden kann, es wird vielleicht einem oder anderen nicht gefallen. Das ist logisch. Und wir sind hier wieder auf hoher See und ich würde sagen, meine Freunde, das war's fürs Erste. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder und hoffentlich mit mehr Power.
Tschüss, das war's. Unser Schiff ist gedeckt.